So, hallo und herzlich willkommen zu Neck. Das kommt unerwartet. Das muss ein inaktiver Vulkan sein. Was? Nein. Wisst ihr, was heute ist? Es ist Donnerstag. Wenn ich richtig aufgenommen habe, wenn nicht, wird's peinlich gerade. Zwar das Lustige ist, das finde ich persönlich richtig lustig, ich habe keine Ahnung, ob ich das mit Forza hinbekomme. Ach, der atmet sogar. Hey! Aua! Alter, die fliegen ja doppelt so schnell. Blöde Fledermaus. Ups, wie konnte ich die übersehen? So, Kapitel 11. Aber das schaffe ich heute nicht mehr. Ich mache dann auch eine Aufnahmepause bald. Oh, fuck! Alter, Kacke! Jawohl! Na, Glück gehabt, dass ich... Gut, dass ich die Leuchtsteine aufgehoben habe, ey. Sonst wären wir jetzt schon dreimal gestorben. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Das ist ja schon die vorletzte Folge für die Session eigentlich. Hey! Was dagegen, wenn ich mir die klaue? Wow. Nein. Ach nee, du schon wieder. Kein Bock auf den so lange. Scheiß auf die Leuchtsteine. Auch wenn ich gerne ein bisschen mehr hätte davon immer. Oder Leuchtsteine, die mehr bringen, weißt du? Es wird warm. Ach, wie geil. Ah. Wir haben Gesellschaft. Echt? So. Sie dürfen den Schlüssel nicht bekommen. Echt? Also, Schlüssel würde ich den geben, kein Problem. Läuft. Nicht! Ach ja, unsere Granaten. Mehr Relikte. Also, diese Tür ist so dermaßen unscheinbar. Schade. Bin jetzt da Dingens drin gewesen. Wow, Steinewerfer! Autobahn! Geht weg! Genau, werf die erstmal zu Ende. Wie viel haben die denn? So, Muskelkraft. Also das mit dem Lava und den, also den roten Stein, das sieht irgendwie unglaublich geil aus. More. Mehr. Mehr. Viel mehr. Morgen. Aua. Wartet doch mal ab, ich bin noch gar nicht bereit. Ich habe wieder Probleme. Ups. Oh shit. Gegeben. So, ich bin wieder voll da. Und hier ist die Door.
Sie sind hartnäckig, Doktor. Das lasse ich Ihnen. Victor! Und ein paar Freunde zur Unterstützung hat er auch dabei. Ich glaube, es steht 2-1. Wer schafft's zuerst bis 5? Bis zur 5? Bis zur 7? Nein. Das ist das letzte Gefecht. Wir sind vorbereitet. Wenn die alle hier euch nicht erledigen können, dann das hier. Das ist wie ein vergiftetes Relikt. Es stört die arkanen Energien, die deine Teile zusammenhalten. Nicht, dass wir deine arkanen Energien verstehen, aber man muss etwas auch gar nicht verstehen, um es zu zerstören. Schnell jetzt! Los, in den Tunnel! Danke, Nick! Dieses Mal solltest du kein Risiko eingehen. Erst besorgst du den Schlüssel. Dann vernichte Nick. Alter, so süß. Es wird etwas dauern, bis Victor da durchkommt. Der kommt da nicht durch. Der macht sich doch nicht die Arbeit. Der war doch erst bei der Pediküre. Boah, Special, geil. Eine Riesentruhe und eine Hupe. Ernteerteil. Nummer 3. Haben wir auch alles bald. Das Spiel neigt sich langsam dem Ende, aber wir haben immer noch Kapitel 11. Das dürfen wir nicht vergessen. Es geht bis 13,4. Oh, 2 von denen. Au. Also, der Nigger geht. Der Nigger geht nicht mehr. Nochmal. Links. Links. Rechts. Links. Hey, morgen. Ja, der hat gecheatet. Das habe ich gemerkt. Also nochmal. Links. Nochmal links. Nach oben. Und links. Ja. Ich mache hier gleich Salami-Party. Nein, mache ich nicht. Keine Angst. In der Webcam, ne? Mach dich doch geil. Nein, mach das dich nicht. Aua. So. Jawohl. Da ist der Schlüssel. Der Schlüssel. Wir sind Victor voraus. Nick, glaubst du, du schaffst den Sprung? Ja, glaube schon. Wenn die Tür geöffnet ist, und zwar vorsichtig, kann ich anfangen, die Geheimnisse der Zeit zu entschlüsseln. Wenn die Tür geöffnet ist? Doktor, haben Sie die Bedeutung der Höhlenmalerei nicht verstanden? Du hast keinen Begriff davon, was dieser Schlüssel bedeutet. Schon allein der Gewinn für die Wissenschaft. Oh, ich hab begriffen. Er bedeutet das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Wir müssen den Schlüssel vernichten. Das ist Blödsinn. Nick, leg los. Okay. Ist aber eigentlich richtig, was Lukas sagt. Lukas, mach den Weg frei. Nein! Da stand furchtbare Gefahr.
Wieso glaubt ihr das nicht? Hey, der Doktor ist der Stratege. Ich führe alles aus. Dank der Strategien des Doktors wurden wir gefangen genommen und du angeschossen. Sag mir, Nick, ergibt das wirklich einen Sinn für dich? Nicht so richtig. Es ist, wie ich gesagt habe. Egal, wie verrückt der Plan ist, niemand steht im Weg des großen Doktors. Doc, der Kleine hat recht. Oh, 2 gegen 1 also, oder? Doktor, diesmal solltest du nachgeben. Du auch, Ryder? Du hast mich gebeten, dir zu sagen, wenn du einen Fehler begehst. Hey, vor einer Woche wussten wir nichts von den Riesenrelikten und alles war gut. Öffne diese Tür. Oder lass Victor die Tür öffnen. Und wir finden heraus, was große Verwandlung bedeutet. Vielleicht was Übles. In Ordnung. Zerstören wir ihn. Nick, du musst dich um den Schlüssel kümmern, bevor Victor ihn in die Finger bekommt. Die Gefahr ist zu groß. Ich nehme den. Hey. Nur nicht wegrennen. Wenn Victor den Schlüssel von mir hat, wird abgerechnet. Doktor, lauft ihr wieder zurück. Ich verfolge Katrina. Nichts hinterher der Süßen. Au. Die Erde bebt, da la la la. Da ist sie ja. Ein High-Heel-Roboter? Echt jetzt? Gott. Roboter-Time! Jawohl. So, mal gucken, ob wir dann in der nächsten Folge Katrina schlagen können. Aber erstmal hier Mr. Knochen trocken.